Red Sen Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Sen Zone mit einem weiteren Video von mir nach ungefähr einer Woche Videopause. Unbeabsichtigt. Und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Photoshop CS5 euer eigenes individuelles YouTube-Kanaldesign anhand einer schönen Vorlage, die ich im Internet gefunden habe, erstellen könnt. Dazu öffnen wir erstmal unsere Vorlage. Wo habe ich sie hier? Ich habe sie hier unter Downloads. Und ich habe sie halt auch nochmal auf meine Page hochgeladen, damit ihr sie dort runterladen könnt. redsensor.jimdo.com kennt ihr ja, steht auch in meinem Kanal. So, jetzt kommen wir aber mal zur Sache. Ja, wir haben hier verschiedene Ebenen, genauer gesagt 6. Einmal den Hintergrund, das ist das Transparente hier. Den Video-Content, das ist diese Fläche hier oben, da wo das Video ist, die Beschreibung unter dem Video und die anderen Videos rechts in der Leiste. Dann oben den Header, wo jetzt hier steht der Name, dann ist hier noch der kleine Abonnieren-Button, Uploads, Favoriten und Playlists oder wie ihr es halt gestaltet habt. Die Navigation links, diese kleine Liste, da steht dann meistens die Kanalbeschreibung drin. Die Kommentare. Und dann noch die Profilinformationen. Also hier ist dann das Logo. Steht dann Red Sen Zone bei mir und eine Nachricht senden, als Freund hinzufügen oder abonnieren. Ja, als erstes widmen wir uns jetzt mal dem transparenten Hintergrund. Und ich designe es jetzt mal so nach meinen Ideen. Ich hatte da ganz coole Idee. Also wir klicken einfach hier unten auf den Hintergrund. Und dann ist der schon markiert und dann machen wir Rechtsklick auf den Eimer, auf den Farbeimer hier, gehen auf Verlaufswerkzeug und wählen hier oben unseren Verlauf aus. Ich habe jetzt hier schon mal was. Das geht von einem Hellgrau zu einem Dunkelgrau. Und das ist ein radialer Verlauf, habe ich jetzt hier gemacht. Wir können aber auch einfach so einen normalen Verlauf machen. Also einen geraden Verlauf. Dann halten wir die Shift-Taste gedrückt und ziehen eine Linie mal hier runter. So zum Beispiel. Wir können das Ganze aber auch umkehren. Das können wir nochmal machen. So. Mir gefällt es aber lieber radial, also ein schöner Kreis. Machen wir so. Dann kehren wir es aber mal wieder lieber um. So lassen wir das jetzt mal. Wir können jetzt hier zum Beispiel noch Rauschen und so einstellen, aber jetzt lassen wir hier erstmal den normalen Hintergrund. Dann widmen wir uns mal dem Video-Content. Das ist ja diese Box hier oben, wie ich schon erklärt habe. Die ist jetzt auch markiert und die könnten wir jetzt füllen. Und dann füllen sie wir einfach mal mit der Hintergrundfarbe hier. Also nehmen wir, ich habe sie hier schon, das ist die Farbe 3D, das war der Hexcode eben. Gehen wir rechtsklick drauf, Füllwerkzeug, geht nicht. Also soll diese Form gerastert werden, machen wir ja. Dann können wir es auch schon füllen. Das sieht irgendwie ein bisschen schade aus, finde ich. Also doppelklicken wir ja auf Video-Content und können zum Beispiel, wartet, ich zoome erstmal ran, 100%, nicht 10. Scheiße, muss ich erstmal zumachen. So, haben wir rangezoomt, gehen wir hier hoch. Klicken hier drauf, können wir zum Beispiel einen Schatten nach innen machen. Es soll zum Beispiel wie ein Prägungseffekt aussehen, den ich euch ja schon mal in einem Video erläutert habe. Klicken wir nochmal drauf, wir kommen zu den erweiterten Einstellungen. Da können wir jetzt hier zum Beispiel den Winkel auswählen, auf welchen Winkel der Schatten kommen soll. Können wir den Abstand auswählen. Ich lasse es jetzt mal so. Umfüllen. Die Größe auch noch. So. Wenn ihr das habt, ihr es gemerkt, sobald ich zur Größe gehe, kommt das hier auch unten an den Ecken heraus, wo es davor eigentlich nicht war. Das finde ich, sieht eigentlich ganz nett aus. Ich kann die Umfüllung noch mal ein bisschen stärker machen, die Größe auch. So. Ihr könnt es halt so bearbeiten, wie ihr wollt. Ich finde halt so einen netten Effekt eigentlich immer cool. So, nun widmen wir uns den Header. Der kommt jetzt im typischen, na, was glaubt ihr wohl? Natürlich im typischen Red Sen Zone Grün. Dazu geben wir nur schnell den Hexcode ein, klicken auf Füllen und das war falsch. Rückgängig. Ja, wir müssen natürlich zuerst zum Header gehen. Klicken wir auf Füllen, Rastern, Füllen, Bäm und schon ist grün. Dann machen wir hier noch einen in die Kommentare, die füllen wir auch wieder in diesem schönen Grau.
Übrigens, diese Farben habe ich mir selber ausgedacht. Die sind aus eigener Kreation entstanden, beim langen Grübeln am PC. Hellgrau, dunkelgrau und das Grün. Nur zur Info. Nein, schon wieder falsch. Also, Kinder aufpassen. Ihr müsst natürlich zuerst auf die entsprechende Ebene und dann füllen. Plumm gefüllt. Können wir nochmal draufklicken. Und diesmal kommt es ein Schein nach außen. Doppelklicken wir drauf. Zwei weitere Einstellungen. Können wir einstellen, ob es ein Verlauf ist oder ob es halt eine durchgehende Farbe ist. Nehmen wir auch C1FF01. Ja, das war mein Hexcode. Könnt ihr gerne wissen. Die Farbe ist nicht geschützt. Vielleicht lasse ich sie mir irgendwann mal schützen. So, Umfüllung, Größe. Wow, das ist ein bisschen zu fett. Dann noch einen Schlagschatten. Dachte, den sieht man jetzt nicht wegen dem Dings oder so. Wir machen einfach mal nur den Schlagschatten. Machen den Abstand ein bisschen größer. Umfüllen ihn ein bisschen stärker. Und machen die Größe. So, das sieht schön aus, finde ich. Genau das gleiche machen wir jetzt mit dem anderen auch. Dann könnt ihr noch euren Namen dahinter schreiben. Aber mit dieser schönen Vorlage könnt ihr einfach euren Kanal designen. Nochmal kurz zu merken. Nehmt am besten als erstes den Hintergrund. Dann seht ihr schon mal, wie es so die Grundidee sein soll. Und immer wenn ihr etwas bearbeiten wollt, ihr habt es vorhin gesehen, ich habe viele Fehler gemacht, klickt ihr immer auf die Ebene, also Videocontent, jetzt könnt ihr das hier bearbeiten, Header jetzt bearbeitet hier, den grünen Balken hier, Navigation, Links, Kommentare und User Picture. Das ist alles, auch alles ganz nett benannt. Und so könnt ihr locker, je nach Kreativität, in 5 Minuten bis einer halben Stunde einen super Kanalhintergrund mit Photoshop erstellen. Ja, das war ein weiteres Photoshop-Tutorial von mir. Die PSD-Datei ist oben auf meiner Website hochgeladen. Ich stelle nochmal den Link rein. Das war's eigentlich jetzt und ja, ciao, bis zum nächsten Video. Ach, übrigens, die Giveaway-Auflösung vom iOS 5 Giveaway kommt morgen. Verpasst ihr nicht, es könnte spannend werden. Ciao.